Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine weitere Squad Building Challenge vorstellen und zwar diese hier, Footmess SBC Bundle. Wir drücken da mal drauf. Das besteht dann aus vier weiteren Teil-SBCs und die habe ich natürlich jetzt alle abgeschlossen und wir gehen das Ganze einfach mal ganz easy durch. Ihr braucht für keine einzige SBC Loyalität, ihr könnt alles 1:1 so nachbauen, so wie ich es auch gemacht habe. Das würde ich euch aber nicht zu 100% empfehlen. Ich würde euch raten, hier zum Beispiel einen anderen Innenverteidiger aus der österreichischen Liga zu nehmen. Ja, da habt ihr viele Variationsmöglichkeiten und deswegen nicht einfach blind nachbauen, sondern einfach mal schauen, was für Spieler man noch nehmen könnte. Zum Beispiel hier kann man alles aus der österreichischen Liga nehmen, da braucht ihr nicht 1:1 dieselben Spieler. Teilweise müsst ihr natürlich schon den nehmen, den ich auch habe, aber ansonsten könnt ihr da sehr, sehr viel variieren und dann würde ich sagen, senden wir das erste Mal ab. Da bekommen wir ein Prime Electrum Spieler Set, was natürlich nicht mal so schlecht ist und das holen wir uns natürlich hier gleich ab und dann gehen wir rein in die zweite Teil SBC und zwar in die Footmess Combo. Und hier sehen wir auch schon, ja, das Ganze war auch nicht so schwer zu lösen. Ich gehe das jetzt mal wieder so langsam durch und ihr könnt ja einfach stehen bleiben und euch die Spieler dann genauer anschauen. Ich will das halt jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ja, hat mir auch nicht so viel gekostet, so 10k circa oder maximal 10k. Ja, 10k ist eh komplett übertrieben. Ja, so 7k circa würde ich jetzt mal schätzen. Und auch hier braucht ihr keine SBC, keine Loyalität. Ihr seht es, ich habe zwei Spieler auf Loyalität. Das heißt, wir würden genau auf 85 Chemistry kommen. Das heißt, es wird sich genau ausgehen und dann holen wir uns hier ein Premium-Gold-Set ab, also ein 7,5K-Set. Ah, ein Jumbo-Premium-Gold-Set, ein 15K-Set, was natürlich ganz ordentlich ist. Und ja, dann gehen wir auch schon rein in die Footmess Festtax 4er-SBC. Und auch die war nicht so schwer zu lösen, da könnt ihr auch sehr, sehr viel variieren. Da könnt ihr auch das Ganze hier mit einem anderen Verein machen, genauso wie hier. Da habe ich jetzt dann einfach USA-Leute, also Amerikaner, aus der MLS genommen. Und da halt einfach zum Beispiel jetzt Spanier aus der La Liga Santander. Also da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel variieren. Das müsst ihr nicht 1:1 so nachbauen, so wie ich es gemacht habe. Und ja, da hatte ich auch ein paar Spieler natürlich schon im Verein, das ist ganz angenehm. Aber dennoch braucht ihr auch für diese SBC keine Loyalität. Wir haben hier 94 Chemistry, 85 braucht ihr. Und ihr seht hier, ich habe 5 Spieler, 6 Spieler, die nicht Loyalität haben. Das heißt, es geht sich locker aus für euch. Und ja, somit senden wir auch das hier ab und bekommen ein Goldspieler-Set, also ein 25k-Pack. Und jetzt kommen wir auch schon zum Besten dieser SBC, also zum Highlight, würde ich jetzt mal sagen. Denn hier bekommt man nochmal ein 35k-Set und das ist natürlich mehr als nur ordentlich für so eine SBC, die war auch nicht so teuer. Teilweise haben die schon ein bisschen was gekostet, vor allem dieser Hyperlink da mit rechter Mittelfeld und rechter Verteidiger, von dem her, das war das Teuerste. Also da hat der 2000 Münzen gekostet und der hier 800 Münzen. Das war auch schon das Teuerste eigentlich an sich. Da gab es nämlich auch eine Lösung auf Footbin, da haben irgendwie beide Spieler 3.000, 4.000 Münzen gekostet und dann habe ich nochmal nachgeschaut, was es für RM und RV Hyperlinks gibt und da habe ich dann den zum Beispiel gefunden und das hat dann auch gepasst und ja, das ist meine Lösung für diese SBC und das senden wir ab. Auch hier braucht ihr keine Loyalität, ihr seht es, ich habe zwei Spieler, die 2 Chemistry Punkte dazugeben, insgesamt haben wir aber eh schon 93, das heißt ohne diese Loyalität hätten wir 91 Chemistry und das würde uns auch reichen. Okay Leute, dann würde ich sagen, haben wir das Ganze abgeschlossen. Insgesamt bekommen wir natürlich dann auch nochmal was Kleines dazu und zwar ein Premium Gold Set, also nochmal ein 7,5er und ein Footmess Center Trikot. Ist natürlich ganz ordentlich, nehmen wir einfach mal mit, mal schauen, ob ich es verwenden werde oder nicht. Leute, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr aus diesen Packs was Gutes gezogen habt. Ich habe bei einigen schon gesehen, dass sie da halbwegs gute Spieler drinnen hatten, aber mal schauen, wie das bei uns so sein wird. So, 5 Packs haben wir jetzt aus dieser SBC und wir beginnen einfach mal mit dem 7,5K-Pack und hoffen dort natürlich auf eine geile Karte. Und Leute, für alle, die sich fragen, was ich zu Weihnachten bekommen habe, diese Kappe. Mehr war es dann auch nicht, ja. So, und dann öffnen wir auch schon weiter. Das ist nämlich unsere Glücksgelb, Leute. Also die habe ich bekommen. Natürlich ganz klassisch zu Weihnachten. Bestes Weihnachtsgeschenk ever. Okay, das war mal absolut nicht lustig. Ja, Cap kommt wieder weg. Ja, wobei. Cap kommt dazu, 15K-Set. Ich hab das Gefühl, es wird was Gutes. Die Cap hat uns schon so viel Glück gebracht. Verdammt, diesmal nicht. Ja, aber schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Also ich kann es euch ja mal kurz sagen, weil es dann doch im Stream auch ein paar interessiert hat und ein paar Leute halt gefragt haben. Also ich habe einen Tisch bekommen, also
da wird ein neuer Tisch kommen, ein weißer. Dann habe ich ein Regal bekommen, auch für mein Zimmer. Dann ein sehr, sehr schönes Bild, was ich mir gewünscht habe, was ich auch in mein Zimmer hängen werde. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal hier das Prime Electrum Spielerset klein. Was habe ich noch bekommen? Halt ein bisschen Gewand und so und dann noch ein bisschen Geld natürlich von den Großeltern und so. Und ja, hier leider auch wieder kein Leinwandspieler. Sehr, sehr belastend. Franzose Innenverteidiger, das müsste Sarko sein und so ist es auch. Leute, ich glaube, der Päcklerkut muss her. Ja. Wir haben ihn hier schon am Start und der wird uns Glück bringen. Das sage ich euch, Leute. Come on, 25 Kasse. Das gibt's ja nicht, dass wir hier nichts Gutes ziehen. Päcklerkut ist aufgesetzt und wir hoffen auf eine gute Karte. Komm, bitte Leinwand, bitte, bitte, bitte. Es ist wieder kein Leinwandspieler. Oh mein Gott, wie viel Pech haben wir gerade? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, verdammt. Wir haben nur noch ein Pack. Wir haben nur noch ein 35k-Pack, in dem wir was Gutes ziehen können. Ansonsten war das absolut fatal, das Pack-Opening. Das war absolut fatal. Das gibt es nicht, Leute. Das gibt es nicht. Komm, nochmal alle Kräfte bündeln für das allerletzte Pack. Für das 35k-Pack. Da muss was drinnen sein. Wir machen ein ganz klassisches Nose-Pack. In 3, in 2, in 1. Let's go. Come on, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, Leinwand. Oh mein Gott, nice. Komm, 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 komm. Komm. Ah, Mann, Kagawa. Das ist sehr belastend. Alter, ich habe mir echt mehr erhofft aus diesen Packs. Ich meine, es waren jetzt echt keine schlechten. Das waren 15k-Set. Das war so ein kleines Prime-Spieler-Set. Dann war auch noch ein 35k-Pack, ein 25k-Pack. Ey, das ist schon echt sehr, sehr belastend. Ich hoffe, ihr habt bessere Spieler gezogen in diesen Packs. Wir bekommen hier nochmal ein Gold-Set. Das öffnen wir natürlich jetzt auch noch. Aber ja, Leute, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Alter, meine Nase juckt gerade unfassbar oder kitzelt. Alter, das ist immer noch von der Operation. Das ist so krass, ich werde sicher gleich niesen müssen. Boah, kennt ihr das? Alles klar, ich wollte gerade sagen, kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst und es geht einfach nicht? Das hatte ich gerade, Alter. Alter, fuck. Ja, okay, Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Alter, meine Augen tränen gerade richtig. Wir haben leider nichts Gutes gezogen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr was Besseres gezogen habt, beziehungsweise was ihr gezogen habt. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Vielleicht haben da ja ein paar Leute irgendwie ein ganzes Auto bekommen oder so. Ich weiß ja nicht. Und ja, Leute, dann hören wir uns. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und dann war's das. Vergesst nicht, Leute, ihr habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.